Bayern ist die von der Ampel geplante Cannabis-Legalisierung nach wie vor ein Dorn im Auge. Der Gesundheitsminister des Landes, Klaus Holitschek, hat deshalb nun angekündigt, dass Bayern im Falle einer bundesweiten Legalisierung den Konsum durch eigene Maßnahmen beschränken will. Eine zentrale Kontrolleinheit solle durch einen strengen Vollzug des Cannabis-Gesetzes der Bundesregierung im Freistaat den Konsum dieser gefährlichen Droge eindämmen und so weit wie möglich verhindern, gab der CSU-Politiker am Donnerstag in München bekannt. Zudem sollen demnach alle in Frage kommenden juristischen Schritte ergriffen werden, um gegen das Gesetz vorzugehen, sollte es in Kraft treten. Denn das Vorhaben der Berliner Ampel bedrohe laut Holitschek die Gesundheit insbesondere junger Menschen. Die Ampelkoalition hatte den Gesetzentwurf für eine teilweise Cannabis-Legalisierung Mitte August auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach von einer Wende in der Drogenpolitik. Seiner Auffassung nach könnte damit der Schwarzmarkt eingedämmt, Drogenkriminalität bekämpft und der Gesundheitsschutz erhöht werden.